und herzlich willkommen zu unserem Mastercam Mülltonnen-Webinar. Ich zeige Ihnen heute, wie ein Spannzangenfutter in Mastercam eingepflegt wird, die Jobeinrichtung, die Bauteilübergabe mit einer Lünette und die Synchronisation der Abläufe. Unsere Maschine für das heutige Webinar verfügt über eine Haupt- und eine Gegenspindel, einer B-Achse und einer Lünette. Um ein Spannmittel in Mastercam einzupflegen, benötigen wir die Komponentenbibliothek. Diese finden wir im Code-Expert und öffnen diese mit einem Doppelklick. Es öffnet sich eine neue Mastercam-Sitzung, in der wir die Werkzeugkomponenten, in unserem Fall ein Spannzangenfutter und die Spannzange fest definieren können. Dazu Rechtsklick auf die Komponentenbibliothek, Gruppen und setzen das Häkchen bei Spannzangenfutter und Spannzangengruppe. Grünes Häkchen bestätigen. Nun hat Mastercam die zwei Komponentengruppen hinzugefügt. Als erstes definieren wir eine Spannzange, dazu Rechtsklick, Spannzange hinzufügen. Es öffnet sich der Maschinenkomponentenmanager. Wir können hier oben eine Bezeichnung eingeben, in unserem Fall Spannzange Durchmesser 50. Unter Geometrie befindet sich ein Dropdown-Menü mit den Reitern Parametrisch und Solid-Element. Unter Parametrisch können wir unsere eigene Spannzange zusammenstellen, wie wir hier das in dieser Registerkarte vorfinden. Unter Solid-Element definieren wir unsere Spannzange mit einem Solid-Modell. Das Modell kann entweder ein Mastercam Solid auf einem Layer in unserer Teiledatei oder eine externe Step-Datei sein. Wichtig dabei ist, wenn das Komponentenmodell aus mehr als einem Solid besteht, müssen diese erst zusammengeführt werden. Zum Beispiel mit einer boolschen Operation, damit die Spannzange aus einem Solid besteht. Wir wählen für unseren Fall Solid-Modell aus. Wir können eine Farbe definieren. Die Farbe wird dann während der Simulation angezeigt. Je kleiner der Wert bei der Sehentoleranz eingestellt ist, desto detaillierter ist die Simulation nachher. Wenn die Bezeichnung oder die Farbe der Spannzange vom Modell übernommen werden soll, muss diese Option ausgewählt werden, bevor Sie das Modell anwählen, damit es übernommen wird. Es befinden sich hier verschiedene Schaltflächen für die Arbeit mit den Solid-Modellen. Die Schaltfläche ist das Komponentenmodell Öffnen. Eine Datei im Step-Format wird geöffnet, die die Spannzange enthält. Falls die Spannzange schon geöffnet ist, kann diese aus dem Grafikfenster oder dem Solids-Manager ausgewählt werden. Das Funktionspanel Spannfutter ausrichten. Damit kann die Ausrichtung oder die Lage des Solid-Modells im Nachhinein noch verändert werden. Solid-Modell optimieren. Die Funktion repariert automatisch importierte Solids durch die Verbesserung der Genauigkeit von Rändern und durch die Identifizierung und Optimierung von Verblendungen. Und die Funktion kleine Faces reparieren. Bedeutet, es wird der Solid-Körper analysiert und ein Report erstellt, wenn kleine Elemente wie beispielsweise Zacken, Splitterflächen, Quetschkanten und Einschnitte gefunden werden. Wir öffnen unsere Step-Datei und wählen die Spannzange aus. Meine Spannzange befindet sich auf dem Desktop unter dem Namen Spannzange und ich öffne diese. Die Position, auf die wir bei der Auswahl klicken, legt die Startachsenausrichtung fest. Wir klicken auf diesen Durchmesser. Nachdem die Achsenausrichtung eingestellt wurde, können wir das dynamische Achsenkreuz verwenden und den Nullpunkt zum Beispiel noch verschieben oder die Ausrichtung der X-Achse verdrehen, falls dies gewünscht wird. Das benötigt man zum Beispiel, wenn die Schlitze der Spannzange exakt ausgerichtet werden sollen. Grünes Häkchen bestätigen. Das Vorschaufenster zeigt ein interaktives Live-3D-Modell der Spannzange an. Wenn ich mit der rechten Maustaste in das Fenster klicke,
kann die Ansicht verändert und vergrößert werden. Außerdem kann ich die Spannzange auch dynamisch drehen. Unter der Registerkarte Parameter finden wir die Spannmethode, also ob wir den Innendurchmesser oder den Außendurchmesser zum Einspannen verwenden möchten. Bei uns ist es der Innendurchmesser und den Referenzpunkt. Der definiert die Spannposition von meinem Bauteil. Wir wählen dazu die vordere Kante aus und bestätigen dies mit Enter. Und bestätigen dies wiederum mit dem grünen Häkchen. Nachdem wir unsere Spannzange hinzugefügt haben, definieren wir jetzt das Spannzangenfutter. Spannzangenfuttergruppe, Rechtsklick, Spannzange hinzufügen. Es öffnet sich wieder der Maschinenkomponentenmanager. Das Fenster schaut fast identisch aus wie bei der Spannzange. Wir wählen uns wieder Solid-Modell aus und öffnen die Step-Datei von unserem Spannzangenfutter. Dadurch, dass jetzt hier Schrauben und das Spannzangenfutter vorhanden sind, möchte Mastercam wissen, was ist das Futter. In dem Fall klicken wir einfach auf das Spannzangenfutter. Und jetzt möchte er die Teileausrichtung noch wissen. Dazu klicken wir einfach auf diesen Durchmesser und haben die Startachsen Ausrichtung festgelegt und bestätigen dies mit dem grünen Häkchen. Hier haben wir wieder das Fenster, was wir dynamisch analysieren, vergrößern oder ausrichten können. Wichtig bei uns ist noch die Tiefe des Spannzangensitzes, 49. Würden wir hier keinen Wert eingeben, würde die Spannzange hier auf dem Futter liegen und nicht in das Futter eingespannt werden. Unter der Registerkarte Parameter finden wir die minimale und maximale Drehzahl, die wir definieren können, und die Einbaulage der Spannzange. Hier wählen wir die Tiefe des Spannzangensitzes aus. Das bedeutet ganz einfach, wir definieren jetzt im Mastercam, wo die Spannzange sitzt. Außerdem haben wir hier unten die Möglichkeit, noch durchgehendes Material zuzulassen oder ob wir kein Stangenmaterial haben. Bestätigen dies mit dem grünen Häkchen und können uns jetzt das Spannzangenfutter und die Spannzange mit Drag and Drop auf die rechte Spindel draufschieben. Dazu einfach Spannzangenfutter anklicken, linke Maustaste gedrückt halten, einfügen. Dasselbe mit der Spannzange, linke Maustaste gedrückt halten und mit Drag and Drop unter das Spannzangenfutter. Wir haben dann die Möglichkeit, hier unten mit der rechten Maustaste uns die Komponentengruppe anzeigen zu lassen, um zu sehen, ob Mastercam mir die Spannzange und die Spannzangenfutter richtig eingebaut hat. Schaut sehr gut aus. Bestätigen das mit Enter. Speichern uns das in der Kompetentenbibliothek und speichern das im CodeMeter. Nun gehen wir zurück zum Mastercam und öffnen unser Bauteil. Mein Bauteil heißt Webinar. Nachdem ich das Bauteil geöffnet habe, lade ich meine Maschine, Mülltonnen. Nachdem die Maschine ausgewählt wurde, öffnet sich die Shop-Einrichtung automatisch. Auf der linken Seite befinden sich die Registerkarten. Rechts können wir unsere Einstellung vornehmen und links unten befindet sich eine kleine Zusammenfassung über die Einstellungen, die vorgenommen wurden. Wir fangen oben mit Arbeitseinspannung an. Hier kann ich sehen, mit welchen Spannelementen meine Maschine ausgestattet ist. In unserem Fall die linke Spindel mit einem Backenfutter und die rechte Spindel mit einem Spannzangenfutter. Wenn ich ein anderes Spannmittel benutzen möchte, klicke ich einfach Rechtsklick auf das Spannmittel, was ich ändern möchte,
und kann es entweder ein neues Spannzahnfutter auswählen, Spannzahnfutter ändern oder es entfernen, wenn ich zum Beispiel ein Dreibackenfutter haben möchte. Mastercam greift nur auf diese Spannelemente zurück, die ich im Komponentenmanager hinzugefügt habe. Nachdem meine Spannelemente ausgewählt sind, kann ich eine Mindest- oder maximale Drehzahl definieren, ob die C-Achse mit einem bestimmten Winkel starten soll und den Spannabstand. Falls ich diesen auf manuell eingestellt habe bei meinem Spannmittel, kann ich auch hier diesen Wert verändern. In unserem Fall steht dieser auf automatisch. Also sprich, wenn ich den Spannabstand verändern möchte, kann ich hier auf Spannzahnfutter ändern mit der rechten Maustaste, Parameter und müsste mir hier diesen Spannabstand auf manuell stellen. Dann würde dieses Feld nicht mehr grau erscheinen, sondern gelb und ich könnte es definieren. Dieselben Sachen, die ich in der linken Spindel einstellen kann, kann ich auch in der rechten Spindel mir extra einstellen. Gehen wir weiter zur Arbeitsunterstützung. Dort finden wir unsere Lünette, die auch in der Maschine hinterlegt ist. Ich kann auch wieder rechte Maustaste Lünette ändern und finde hier meine Details und Einzelheiten, die in meiner Lünette vorkommen. In der Grundeinstellung wird definiert, welche Spindel die Startspindel ist, also wo ich mit meinem Bauteil, mit meiner Bauteilbearbeitung anfange. Bei uns ist das die linke Spindel. Außerdem wird definiert, wie die Bauteilübergabe stattfinden soll. Wenn man den jeweiligen Befehl, der im Dropdown-Menü erscheint, anklickt, ändert sich auch hier unten das Bildchen, die Animation. Wir benötigen für unser Bauteil ein Einzelrohteil Übergabe. Auf der Seite WKS kann der Name der Maschinengruppe geändert werden und auch das Start-WKS für die Maschinengruppe kann eingestellt werden. Wir lassen alles so, wie es momentan hier steht, unsere Gruppenbezeichnung Maschinengruppe 1 und das WKS auf Top. Kommen wir zu den Einstellmöglichkeiten der linken Spindel. Wir wählen unser Bauteil aus unter Werkstattgeometrie und bestätigen dies mit Enter. Zuvor erzeugte Geometrie löschen entfernt die zuvor erzeugte Geometrie in der Haupt- und Gegenspindel sowie die zuvor erzeugten Drehprofile. Geometrie in rechter Spindel erzeugen heißt, die Geometrie repräsentiert die Teilegeometrie in der Maschine nach der Übergabeoperation. Dieses Kontrollkästchen ist nicht verfügbar, wenn bei den Grundeinstellungen Einzelrohteil keine Übergabe ausgewählt ist, also sprich, es ist dann grau hinterlegt und wir können es nicht aktivieren. Ich habe dann verschiedene Optionen, auf welchem Layer die Geometrie der Gegenspindel verschoben werden soll. Gleicher Layer wie auf der Hauptspindel, kopieren auf einen selbst festgelegten Layer oder versetzt um einen Layer um die Zahl x, in unserem Fall um die Zahl 100. Es bezieht sich dann immer um den Versatz zu der Hauptspindel. Wir aktivieren Rotationsprofil erzeugen, um eine Drehprofilgeometrie zu erzeugen. Diese ist ein planares Drahtmodell, welches das Rotationsprofil oder einen Schnitt des Werkzeugs darstellt. Folgende Methoden kann ich dazu auswählen. Rotation, das heißt, die Teilegeometrie wird um eine Achse rotiert und das Profil wird aus den Außenabmessungen der rotierenden Geometrie erzeugt. Oder ich wähle Schnitt aus, bedeutet die Geometrie wird in der Z- und X-Ebene geschnitten. Das Profil ist dabei auf das Material beschränkt, das durch den Schnitt durchtrennt wird und kann deswegen möglicherweise die Gesamtabmessung der Teilegeometrie nicht mit einbeziehen oder darstellen. Zum Beispiel bei Konvexflächen, die nicht in der Schnittebene liegen, werden dann im Drehprofil nicht angezeigt. Ich kann dann hier noch eine Farbe festlegen und Mastercam sagen, auf welchen Layer die Geometrie gelegt werden soll.
Unter Attribute kann ich noch Feineinstellungen vornehmen, wie zum Beispiel Linienart oder Linienbreite verändern. Wir lassen das alles so. Unter Rohteil kann ich auswählen, von welchen Geometrie Rohteil Mastercam ausgehen soll. Vom Zylinder, vom Solid, vom Profil oder von einer STL-Datei. Wir benötigen vom Zylinder. Egal, was wir hier auswählen, sobald wir hier auf Profil gehen, ändert sich hier die Registerkarte und wir können dementsprechend auch unsere Daten eingeben. Wir lassen Zylinder. Wir haben einen Durchmesser von 41 und sagen, es soll 1 mm Aufmaß auf die Fläche draufkommen. Wenn ich zum Beispiel ein Rohr habe, kann ich auch das Aufmaß für einen Innendurchmesser angeben. Haben wir in dem Fall nicht, deswegen deaktivieren wir das. Stirnseitiges Aufmaß geben wir 50 mm ein und rückseitiges Aufmaß sagen wir 1 mm. Wie wir schon gesehen haben, sobald wir ein Feld anklicken, ändert sich hier unten die Animation und die Pfeile zeigen mir an, was ausgewählt werden soll, beziehungsweise wo ich mein Aufmaß eingeben kann. Zum Beispiel hier bei rückseitiges Aufmaß kann ich hier schön sehen, dass das Aufmaß ist auf meiner Rückseite des Bauteils. Kommen wir zur W-Ebene Z0-Punkt. Hier wird der Z-Wert für den Werkzeugebene 0-Punkt der Operation eingegeben. Hier wird festgelegt, ob Mastercam den Wert aus der Teilegeometrie berechnen soll oder ob ich einen manuellen Wert eingeben möchte. Wir lassen hier das auf automatisch. Ausspannlänge kann ich definieren, indem ich auf dieses Kreuz klicke und kann mir im Grafikfenster einen Punkt auswählen, wie weit ich mein Bauteil einspannen möchte. In dem Fall möchte ich mein Bauteil bis zu diesem Punkt einspannen. Klicke den Punkt ab und bin wieder in meiner Shop-Einrichtung. Rechte Spindel hier genau dasselbe, wo mein Z0-Punkt sein soll. In dem Fall ist er dann auf der linken Stirnseite auch automatisch. Bei der Übergabe klicke ich wieder am Grafikfenster einen Punkt an. Dieser Punkt sagt dann aus, wo die Gegenspindel das Bauteil übernehmen soll und das für die nächste Bearbeitung spannen soll. Grünes Häkchen und wir bestätigen unsere Shop-Einrichtung. Nun zeigt Mastercam mir das Rohteil in Grau an und in Blau meine zwei Spalelemente. Links die Spannbacken und auf der rechten Seite meine Spannzange. Wie wir sehen, die Spannbacken spannen genau an diesem Punkt, wie weit ich das eingespannt habe, und die Spannzange spannt genau an diesem Punkt, wo die Übergabe dann stattfindet. Als nächstes möchten wir mit der Lünette hier vorne im Rohteil spannen. Dazu gehen wir auf Lünette und wir können hier jetzt auswählen, was für ein Bewegungstyp wir Mastercam sagen möchten. Wir haben die Auswahlmöglichkeit zwischen Spannen, Lösen, Linear, Rückzug und Folgen. Wir wollen jetzt linear verfahren. Die Einstellpositionen in X und Z können wir entweder manuell eingeben oder wir klicken uns das mit der Maus ungefähr hier hin. Ich sage jetzt einfach X0 und Z bei 40 soll gespannt werden. Wir haben dann die Möglichkeit, mit einem G0-Vorschub oder mit einem selbst definierten Vorschub die Lünette zu verfahren. Bestätigen das Ganze mit dem grünen Häkchen. Und jetzt mit Copy and Paste sagen wir ganz einfach, wir möchten nicht mehr linear verfahren, wir möchten jetzt die Lünette spannen. Mit dieser türkisen Farbe im Mastercam die Lünette dargestellt. Also wir sehen, die Lünette spannt schön auf diesem Aufmaß, was wir gelassen haben. Als nächstes wollen wir einen Schrubbwerkzeugweg
und ein Schlichtwerkzeug generieren. Dazu gehe ich auf Schruppen, wähle mir die Geometrie aus, und zwar von hier bis hier, bestätige das mit dem grünen Häkchen. Ich möchte mit diesem Meißel schrubben, sag beim Werkzeugwinkel 90 Grad, weil ich mit der B-Achse schrubb. Grünes Häkchen. Als nächstes möchte ich mit dem Einstechmeißel schrubben und schlichten. Dazu gehe ich auf Einstechen, sage, ich möchte eine Kette definieren, gehe auf Drahtgeometrie, wähle mir meine Kette aus, drehe die Richtung um, von hier bis hier, bestätige mit dem grünen Häkchen und sage bei Werkzeugwinkel 90 Grad. Grünes Häkchen, grünes Häkchen. Sehen wir hier schön, dass er da, wo der Meißel nicht hingekommen ist, das noch schrubbt und anschließend schlichtet. Die Kontur ist jetzt fertig. Wir möchten jetzt mit der Lünette auf diese Position fahren. Dazu gehen wir wieder auf Lünette, sagen lösen, ohne Verweilzeit, grünes Häkchen. Können wieder Copy and Paste. Wir möchten jetzt linear verfahren. Klicken auf die Position, wo wir hin möchten. Ich sage auf minus 65, grünes Häkchen, Lünette und spannen. Ich sehe, dass er mir hier wunderbar das Bauteil wieder spannt. Als nächstes steche ich das rote Material ab. Dazu gehe ich auf Schlichten, Drahtmutter, wähle mir meine Kette aus, grünes Häkchen, wähle mir mein Stechmeißel aus, 90 Grad, grünes Häkchen und sage hier links von der Kontur. Als nächstes möchte ich, dass mein Revolver auf die Parkposition fährt. Dazu gehe ich hier auf Revolver parken. Grünes Häkchen bestätigen. Als nächstes programmieren wir die Übergabe von der linken Spindel auf die rechte Spindel. Dazu gehen wir auf Teilehandling, Übergabe, sagen von der linken Spindel auf die rechte Spindel. Möchten bei der Strategie unsere Lünette benutzen, gehen auf Position Steady Rest, wählen uns mit der Maus den Punkt an, wo die Übergabe stattfinden soll. Grünes Häkchen bestätigen. Nun haben wir das Bauteil programmiert mit einer Übergabe. Jetzt schauen wir uns das im CodeMeter an. Bevor wir die Simulation starten können, müssen wir noch die Synchronisation erstellen. Warum ist die Synchronisation wichtig? Damit nicht alle Komponenten auf einmal fahren. Sonst würde die Lünette mit dem Werkzeugweg spannen, lösen und so müssen wir ihm sagen, okay, jetzt wird erst der Werkzeugweg abgefahren, danach fährt die Lünette, danach darfst du wieder einen Werkzeugweg fahren, danach geht's auf Parkposition und dann kannst du deine Übergabe machen mit der rechten Spindel. Es empfiehlt sich bei der Synchronisation ein Rechtsklick und alle Operationen erweitern, damit man sieht, was in jeder einzelnen Operation geschieht. Wir möchten jetzt, dass nach dem Spannen das Schrubben beginnt. Also linke Maustaste gedrückt mit Ende und gehen auf den Werkzeugweg des Schrubbens. Bedeutet, er würde jetzt die Lünette linear verfahren, würde die Lünette spannen und nachdem die Lünette gespannt ist, würde er mit dem Werkzeugweg Schrubben anfangen. Stechen ist auch okay. Als nächstes möchten wir die Lünette lösen. Das soll gelöst werden mit dem Ende der Schlichtoperation. Dann soll die Lünette gelöst werden, linear verfahren und wieder gespannt werden. Wenn die Lünette wieder gespannt ist, soll das Abstechen stattfinden. Also das Ende gedrückt halten und das soll dann das Schlichten starten.
Soweit ist die Lünette mit unseren Werkzeugwegen jetzt synchronisiert. Jetzt gehen wir an die Übergabe. Dazu müssen wir den Punkt 13 spannen mit dem Spannen der Spindel synchronisieren. Und wir möchten, dass die Lünette und die rechte Spindel synchron fahren. Bedeutet ganz einfach, wir möchten, dass wenn die Spindel auf Grundposition fährt, soll die Lünette parallel mitfahren. Und wenn beide erst am Ende sind, ist unsere Synchronisation beendet. Wir speichern uns die Synchronisation und gehen auf Starten und schauen uns unsere programmierte Strategien an. Play, die Lünette verfährt auf unser äußeres Rohteil. Als nächstes kommt der Werkzeugwechsel. Das Bauteil wird geschrubbt. Werkzeugwechsel, das Bauteil wird geschlichtet. Als nächstes verfährt die Lünette. Abstechen. Synchronisation mit der rechten Spindel. Und wir könnten jetzt theoretisch von der rechten Spindel aus weiter programmieren. So, und da sind wir auch schon am Ende von unserem Webinar. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Fragen sind, können Sie gerne auf mich drauf zukommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restnachmittag und eine schöne Restwoche.